Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Kurzkritik hier auf meinem Kanal. Und zwar habe ich hier heute Dark Water, dunkle Wasser. Hier wird auch schon direkt wieder geworben vom Autor von The Ring. Ja, es ist auch ein Remake, aber dazu gleich mehr. Wir haben hier im Allgemeinen einen amerikanischen Film von 2005 und wie ich eben auch schon sagte, ein Remake. Das Original ist natürlich japanisch und aus dem Jahre 2002. Dieses Remake hier geht 101 Minuten, ist freigegeben ab 16 Jahren. Wobei ich finde eigentlich, dass man den auch hätte ab 12 machen können, weil wirklich, ja, nachvollziehbar fand ich die 16er Freigabe nicht, aber es geht auch in Ordnung. Ja, es ist hier ein Mystery-Thriller mit Horror- und Drama-Elementen. Und Walter Salles hat dieses Remake fabriziert. Der hat unter anderem auch Filme wie On the Road oder City of God gemacht. Und City of God hat mir ja richtig gut gefallen. Das ist ein richtig guter Film. Scheint aber auch so ein Achtungserfolg von ihnen gewesen zu sein, da ja, er eigentlich sonst gar nicht so die Riesenfilme gemacht hat. Aber City of God war ja schon eigentlich ein ziemlich beachtliches Werk. Ja, den Film hier habe ich geschenkt bekommen. Weiß nicht, ob ich es gerade schon gesagt hatte. Ja, und grundsätzlich stehe ich ja nicht auf solche Filme, aber ich dachte mir, ich gebe dem Film mal eine Chance, weil Jennifer Connelly hier mitspielt. Und ja, die ist mir ganz sympathisch. Ich muss auch sagen, der Film hat auch seine sehr guten Momente. Ich finde es vor allen Dingen sehr gut, dass man hier auf größtenteils auf Jumpscares verzichtet. Das finde ich ja ziemlich ausgelutscht und ja, ein guter Jumpscare in einem Film, würde ich mal sagen, ist in Ordnung, aber wenn der ganze Film damit überhäuft ist, dann ja, wirkt es irgendwann nicht mehr. Dann, wie ich schon sagte, Jennifer Connelly hier, eine vertraute Hauptdarstellerin. Hat mir auch sehr gut gefallen, spielt auch relativ gut. Und ja, die Atmosphäre im Allgemeinen hat mir auch sehr gut gefallen. Die ist nämlich nicht nur wässrig hier, sondern auch richtig schön versifft. Es kommt alles sehr dreckig und eklig und ja, halt schmuddelig rüber. Es wurde sehr gut umgesetzt. Hat mir sehr gut gefallen hier. Hier nochmal der Spine. Dann können wir von hinten mal sehen. Hier auf den Bildern sieht man es auch schon. Ja, grundsätzlich, ja, ich will nochmal eben zu den negativen Sachen kommen, auf jeden Fall. Und zwar muss man auch erwähnen, dass hier natürlich die Klischees bedient werden, was diese Art von, ja, Mystery-Gruselfilm beinhaltet, also da wird natürlich nichts neu erfunden. Das ist solide, man kann den Film gut gucken, es ist kein Totalausfall, aber neue Sachen wird man hier jetzt nicht entdecken. Man hat es hier auch, wie schon gesagt, wieder mal mit einem Remake zu tun. Und was mir auch nicht gut gefallen hat, jetzt mal also grundsätzlich zur Story, fand ich, dass es ja gegen Ende doch alles etwas übernatürlich wird und ja, das hätte nicht sein gemusst. Ich weiß nicht, ich finde das immer dann. Der Film war bis dahin eigentlich relativ, was heißt realistisch, auch nicht wirklich. Also, naja, mit diesen Übernatürlichen war es dann halt. Ja, das ist wieder genau das, was ich meinte mit Klischees bedienen und dass es hier nichts Neues gibt. War irgendwie klar, dass das dann spätestens zur Hälfte des Films anfängt mit Übernatürlichen. Ja, grundsätzlich hier, also wer den Film nicht kennt, zur Story, das ist natürlich hier eine psychisch gestörte, geschiedene Frau, die mit ihrer kleinen Tochter in eine neue, versiffte Wohnung zieht. Die Tochter hat natürlich eine imaginäre Freundin. Alles Sachen, die man schon kennt, ja, und es tropft halt durchgehend von der Decke. Ja, und mehr möchte ich eigentlich auch nicht dazu sagen. Wasser spielt hier auf jeden Fall eine große Rolle in diesem Film. Und ich muss aber auch einfach sagen, dass es auf jeden Fall reicht, den Film einmal gesehen zu haben. Ich werde mir den nicht in die Sammlung stellen.
Dann im Allgemeinen finde ich auch, dass der etwas. Also, ich habe nicht viel davon mitgekriegt, dass der ein bisschen untergegangen ist. Ich meine, das 2005, da war ich natürlich auch noch um einiges jünger, aber auch schon filmbegeistert. Und ich habe da jetzt nicht wirklich was von mitbekommen, dass Dark Water in den Kinos oder so lief. Es ist wahrscheinlich auch die Sache, dass der Film einfach kein richtiges Publikum anspricht. Also, für Horrorfans ist der Film zu harmlos, für Mystery-Fans. Ist der Film zu austauschbar? Da gibt es einfach bessere und extremere Sachen. Und ja, Drama-Fans haben da auf jeden Fall, denke ich, auch ihre lieberen Filme. Also Dark Water geht da wahrscheinlich ein bisschen unter. Allerdings, wie ich auch schon sagte, ist Dark Water kein Totalausfall. Dark Water unterhält eigentlich sehr gut. Ja, es ist eigentlich, wenn ich mir den Film so Revue passieren lasse, eigentlich so ein Free-TV-Film, den man eigentlich, ja, irgendwann abends auf ProSieben sieht. Da passt er auch gut hin. Im Allgemeinen gibt es für die Benotung jetzt hier von mir 5,5 Punkte von 10. Das ist leicht überdurchschnittlich, aber auch wirklich nur leicht. Kann man sich mal angucken. Aber, na, wie gesagt. Hier wird das Rad nicht neu erfunden. Ja, das war's. So viel zu Dark Water. Vielen Dank fürs Zuschauen, würde ich mal sagen. Und ich hoffe, man sieht sich im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute, haut rein.